Und wir sind wieder bei The Order 1886. Und wir schließen direkt wieder an Teil 11. Wir wollten den Raben finden, bin ich der Meinung gewesen. Beziehungsweise uns die ganzen Leute von der Indian Company, Vereintes Indien, uns vorzunehmen. So, die Waffen müssen wir wieder aufheben. Den schönen Revolver hier. Gucken uns nochmal hier das an, hier den Cliffhanger. Bam, bam, bam. Da ist er. Der Rabe vom Doc. Und ab geht die Post. Hier lang. Auf mein Zeichen. Gib sie mir Deckung. Verlassen. Ein sehr schlechtes Omen. Bestimmt wollen sie sich neu gruppieren. Uns bleibt wohl nur ein kleines Zeitfenster, bevor sie zurückkommen. Jetzt! Der Beweis, Frau! Wie Sie wünschen. Nehmen wir das Gewehr in die Hand. Was haben wir hier noch liegen? Granaten, immer gern gesehen. Was jetzt? Untersucht die Ladung. Sucht nach auffälligen Kennzeichen auf den Kisten. Ja, die Kisten, suchen wir mal. Haben das Wahrzeichen der Kompanie auf der Seite. Aha, okay. Einfach nur mit dran zoomen. Einfach mal gucken hier. Abzeichen der Kompanie. Nichts. Achten Sie auf das Abzeichen. Ja. Es ist ein roter Stempel. Da ist einer. Ich komme nicht dran. Ja, aber ich soll es nur angucken. Richtige Markierung. Aber zu hoch. Das ist nichts. Also doch, greifbar soll es doch sein, okay. Wir müssen eins finden, das wir erreichen können. Das war vorher sagen können. Wir müssen uns beeilen. Nicht da. Wir sollten hier nicht erwischt werden. Was ist das? Was steht da? Der 12. Dezember 1879. Okay. Sieht aus irgendwie was. Ja. Was jetzt hier war? Nö, nö, das möchte Wir ich nicht müssen sagen. eins finden, das wir erreichen können. Schweineschiff. Was ist denn hier? Was ist hier? Definitiv zu viel Text ist hier auf jeden Fall. Den F. Miller unterschrieben hat. Richtige Markierung. Aber zu Aber hoch. Zu Wir müssen uns beeilen. Ja, ich beeile mich. Hier nicht erwischt werden. Ich gucke doch. Also im Prinzip muss es ja jetzt hier sein, weil wo war ich denn noch nicht? Wir müssen eins finden, das wir erreichen können. Hier. Ja, auch dumm, ey. Meine Herren. Hier, das muss es sein, was wir suchen. Heben wir diese hier runter.
Brecheisen. Gib es. Das Bitte hat er auch nie gelernt, ne? Sehen Sie hin, Ritter. Das ist das Übel, gegen das wir kämpfen. Vampire. Unmöglich. Aber wie? Die Halbblüter festigen ihre Macht. Mit dem Schutz der Lykaner in ihrem Land verbreiten Lord Hastings und seine Vampirbrut ihre Seuche. Lord Hastings, er kann keiner von ihnen sein. Viele in Whitechapel haben ihren noblen Lord spät in der Nacht auf der Jagd nach gefallenen Frauen beobachtet. Die Rippermorde. So nennen sie sie doch. Wie konnte sich der Mörder Ihrer Meinung nach Commissioner Doyles Fangnetzen so lange entziehen? Whitechapel ist zum Nährboden der Brut geworden. Oh nein, hör auf zu leben. Danke schön. Ich hätte den Kopf gestochen, also als Walking Dead Veteran. Genug, um eine Stadt zu verseuchen. Der Vampir riecht einen Pfahl sonst in die Brust. Das dumpfe Gefühl, die sind diese Fracht zerstören. Überall von diesen Vampiren. Überall voll von diesen Vampiren. Was machst du jetzt? Ah, okay, alles klar. Dann nehme ich, denke mal, das hier. Oder auch nicht. Wie soll ich dir denn helfen? Ach so, jetzt darf ich dahin. Ich zünde die hier an. Bereiten Sie andere vor. Ja, ich muss gedrückt halten, okay. Das Ganze geht doch nicht gut hier, 100 Pro. Los, helfen Sie mir darauf. In Ordnung. Ich suche nach etwas, um Ihnen zu helfen. Hier ist eine Leiter. Ja, perfekt, ey. Alles andere wäre auch ein bisschen dumm gewesen, keine Ahnung. Hier ist ein Kürbis. Nein. Hier ist noch ein Treibstofftank. Ja, dann go, go. Mal vorbereiten. Ah, Granaten haben wir zu viel. Das heißt zu viel, wie zu viel, wir haben genug. Okay, der hier kann angezündet werden. Sehen wir nach dem Rest. Also gut. Los! Oh nein, es war so klar. Ich kümmere mich um die. Unter starkem Beschuss! Falsche Richtung. Nice! Da wollte ich jetzt mal so gar nicht hinspringen, ehrlich gesagt.
war niemand ge... Nein, nicht schon wieder. Nee, schon wieder. Granate! Munition ist ein bisschen sehr knapp, ne? Mach das mal. Jetzt noch wer ohne Fahrschein oder was? Da unten sind noch Kisten. Wir müssen da runter. Ich muss auch mal diesen Munition. Ah, okay. Ich glaube, das ist jetzt sinnvoller. Ja, gerne. Alles klar. Uns läuft die Zeit davon. Gehe so schnell ich kann. Halten die aus, meine Herren. Ah, hier ist noch einer. Ei, ei, ei. Oh nein, nicht der. Nein, 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 nein. Alter Schwede, es geht ab. Es geht ab. Wache ausgeschaltet.
Nein! Sag mal, der ist immer noch da, der Hans Franz da oben. Alter Schwede. Das war die letzte. Sieh zu. Oh nein, ich habe glaube ich noch einen Schuss pro Waffe. Oh nein. Gib ihm, nice. Mein Gott. Ich habe das Gefühl, im nächsten Raum ist es nicht viel besser, oder? Gib mir neue Waffen. Dankeschön. Gib mir die Waffe. Ei, er ist hier. Alles klar. Ja, super drauf vorbereitet bin ich hier. Komm her, Butcher. Ciao! Oh mein Gott. Hat er mich erwischt. Alter Schwede. Das ist ein bisschen wie Stierkampf jetzt mit dem. Auch bitte, dreh ich mal um, Kollege. Dankeschön. Das macht zwei. Hier drüben ist eine Tür. Ja, danke, super. Rani, bist du hier drin? Debbie, bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Oh nein! Ja, lass mal kuscheln. Alter, komm! Nice! Oh shit! Hab ich richtig reagiert? Hab ich versagt? Ich weiß es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie sich nicht heraus. Wir sind hier fertig. Ja, Lykana, nein, danke. Menschliche Gegner, okay. Außer die mit diesem riesen Helm und diesen Riesenwaffen da. Nein, nein. Gewehr gegen Gewehr, alles klar. Alter Schwede. Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich Sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein.
Gray, was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich habe dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich habe mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist. Gott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie! Holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek! Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich glaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lord Kanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereintes Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten... Wird deine Aussage deinen Vater überzeugen? Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester, Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Wir sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Wieder mein Abschnitt, den wir spielen können. Quasi, wir dürfen Treppe hochgehen. Gucken, was jetzt passiert.
Waffen liegen auf dem Tisch. Nicht mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Ja, schön, eine Teeparty. Nice. Okay, er guckt sich den Plan an. Wir dürfen hier rumlatschen, ein bisschen Beweise sichten. Aha. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient. Da ist doch Sebastian. Oder ist es... Das ist sein Vater da. Ach, was ist das? Eine Armbrust mit Fernrohr oder was mit Zielfernrohr? Oh. Das mag ich. Alter Schwede, gefällt mir diese Waffe. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Komm, Bruder. Hier lang. Ein bisschen Splinter Cell hier, nice. So muss das. Was geht hier? Komm, zack. Na, hier Parcours am Start. Sollen wir weitergehen? Es war so gottverdammt klar. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden uns hier reinschleichen. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Unglaublich. Wieder eine Sequenz. Ein Teil mit viel Cutscenes. Mit ein paar Lykanern. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Dem Helmfredo. Unglaublich viele Gegner, die mir Probleme bereitet haben. Und ja, mehr davon plus ein bisschen sneaky Schleich-Action in der nächsten Folge. Das war's von mir. Ich bin's der Jay. Bis zum nächsten Mal.